Hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Händler Live Trade. Wie jede Woche möchten wir euch auch diese Woche einmal einen Trade aus Sicht von einem unserer Händler vorstellen. Heute ist unser Händler Andreas an der Reihe und er hat uns natürlich auch was ganz Besonderes mitgebracht. An dieser Stelle einmal hallo Andreas, wie war dein Handelstag und was hast du vorbereitet? Ja, grüß dich Lisa, grüß euch liebes Publikum. Ich habe mir eine Aktie rausgesucht, der Handelstag bisher relativ ruhig verlaufen. Eine aus dem deutschen Aktienindex, da gibt es ja noch eine ganze Menge, immerhin 40. Und die, die momentan sehr, sehr bedrängt ist von einem Unternehmen aus Abu Dhabi, das ist Covestro. Die haben nämlich einige Übernahmeangebote für das Unternehmen abgegeben. Vielen Dank schon mal für die kurze Ausführung. Basiert deine Analyse eher auf charttechnischer oder auf fundamentaler Sicht? Ja, schauen wir bei mir mal auf den Monitor drauf. Ich habe ja eine technische Analyse mal draufgestellt. Natürlich habe ich ja schon gesagt, ist es so, dass es auf jeden Fall eine Geschichte ist, die fundamental Übernahmeangebot und natürlich technisch ist, läuft beides zusammen. Zunächst einmal das Fundamentale, ich habe es gesagt und wir können es hier uns auch in der Charttechnik angucken, gab es Mitte Juni Übernahmegerüchte und dann auch eine Bestätigung, dass eine arabische Ölgesellschaft hier Interesse an Covestro hat und ein Übernahmeangebot von 55 Euro abgegeben hat. Das sehen wir an dieser grünen Kerze, die hier eben von 37 Euro Richtung 48, fast 50 Euro eben gelaufen ist, wenn man diese ganze Bewegung nimmt. Dann war erstmal Ruhe. Covestro hat dann abgelehnt, hat gesagt, das ist einfach viel zu niedrig. Dann gab es ein zweites Übernahmeangebot, das kolportiert war mit 57 Euro. Das sehen wir dann nochmal hier. Und zwar war das dann Mitte Juli. Hier sehen wir nochmal diese Reaktion der Aktie. Und nun gab es ganz vor kurzem, und das sehen wir an dieser Kerze, ein weiteres Übernahmeangebot mit 60 Euro. Das heißt, die Araber lassen bisher nicht locker gehen, aber in kleinen Schritten natürlich vor. Wir sehen, dass die Aktie bisher aufgrund der Übernahmegerüchte zwar das Niveau jetzt bisher hält, aber eben noch nicht nach oben rausgelaufen ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite immer dann, wenn sie nach diesen Übernahmegerüchten, und es ist ein bisschen schwächer gewesen und keine Resonanz mehr gekommen, zurückgelaufen ist, gab es eben den nächsten Schub von dieser Unterstützungslinie hier bei 46 Euro nach oben. Und der Ansatz ist natürlich der, dass die Übernahme stattfinden wird, denn Covestro hatte bei 55 Euro als zu niedrig abgelehnt. Bei 57 haben sie nichts mehr gesagt, bei 60 haben sie gesagt, auch erstmal Ruhe im Karton. Nun sind das aber schon 10% mehr als die 55 Euro und da dürfte der Vorstand so langsam dann auch weich werden, denn das ist schon ein sehr stolzer Preis. Und 60 Euro ist zufälligerweise auch eine Widerstandszone bei der Aktie. Eine liegt bei 55, das haben sich die Araber auch angeguckt, die andere bei 60. Das geht also jetzt natürlich darum, ob Covestro annimmt oder nicht. Sie haben eine Investmentbank bereits vor 4 Wochen beauftragt, das zu sondieren, schon vor dem letzten Übernahmeangebot. Und daher geht es jetzt einfach nur darum, geht es hier nach oben oder lehnt Covestro endgültig ab. Dann wäre natürlich auch im Fokus, dass hier möglicherweise diese Trendlinie relativ schnell wieder angesteuert wird. Das ist das, worum es jetzt geht in diesem Trade. Klar, vielen Dank. Wie möchtest du das Ganze umsetzen? Stichwort Chance-Risiko-Verhältnis und mit welchem Zertifikat? Ja, also ich habe es bei mir hier auf mal notiert. Ich habe ein Zertifikat rausgesucht mit der Kennnummer UL5617. Das ist ein Turbolong auf Covestro mit einer Knockout-Schwelle von 37,20 Euro und einem Hebel von 3,97 insgesamt. Nun habe ich mir das gedacht, dass ich da eine kleine Position fahre, so rund 600 Stück kaufe. Das Zertifikat kostet rund um 1,25 Euro, denn es ist ja auch kein kleines Risiko, wie ich gerade gesagt habe, aber eben eine große Chance. Das heißt also, wenn wir Richtung 55 Euro laufen, haben wir hier mehr als 10% Kursgewinn in der Aktie. Das würde bei dem Zertifikat vom aktuellen Level auch einen Gewinn von fast 50% bedeuten. Auf der anderen Seite laufen wir die Unterseite hier wieder gefährlich an. Dann wird hier natürlich in der Gegend auch ein Stopp auf jeden Fall reingezogen. Und dann wäre hier ein Verlust von 20% von rund 150 Euro schlagen. Das heißt also, wir haben hier ein Verhältnis von 2:1 im CRV. Das sieht für mich eigentlich ganz okay aus. Und es ist, wie gesagt, natürlich eine kleine Risikoposition, deshalb auch entsprechend klein, im kleinen Volumen, bringt aber natürlich relativ viel Geld, wenn es dann nach oben tatsächlich läuft und die Übernahme stattfindet.
Vielen Dank für deine Ausführungen, Andreas. Ihr habt es gehört, unser Trader Andreas sieht hier reelle Chancen, dass der Trade auf jeden Fall erfolgreich sein kann. Wenn ihr aber noch mehr wissen möchtet oder beziehungsweise auch wissen möchtet von unseren anderen Trades, die wir hier jeden Tag umsetzen, dann registriert euch am besten jetzt auf heavytraders.live und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.